blanchieren oder einmal abkochen. Weil nur mit Braten ist es da nicht getan. Und dafür brauchen wir einen Topf mit kochendem Wasser. Das heißt, die dürfen nicht gekocht werden, aber erstmal soll das Wasser aufkochen. Das hat große Vorteile beim Heißwerden. Das heißt, wir können den Topf hier gleich wieder aufsetzen. Sven G, moin moin. Genau, Muskat gehört dazu. Aber es gibt Leute, die mögen es nicht. Es gibt sogar Menschen, die reagieren allergisch auf Muskat. Darauf muss man eben mal Rücksicht nehmen. Ne? Das ist dann auch kein Spaß mehr. Ich meine, wenn jemand etwas nicht mag, dann ist das. Ne? Es gibt ja auch Sachen, die esse ich nicht gerne oder die esse ich überhaupt nicht. So hat jeder seine Empfindlichkeit. Aber schlimmer ist es, wenn jemand eine Unverträglichkeit noch schlimmer, wenn ich keine Unverträglichkeit der Allergie bis hin, dass eine allergische Reaktion, eine tödliche allergische Reaktion, man kennt zum Beispiel der Chico, den kocht. Insbesondere, ne? Moin Leute. So, wir fahren nach die Belgien. Das Gleiche. Geil. Vegane Lederjacke. Also normalerweise sollten ja Leute das feiern heutzutage, ne? Dass man so eine vegane Lederjacke hat. Ist gut jetzt, Chicote. Hier, guck mal. Klappe drauf, Deckel drauf. Ganz feiner Kerl. Pottkino heißt es, glaube ich. Sieht schon sehr lecker aus. Dankeschön, Goldzylinder. Leckere Hausmannskost. Meine samstagmorgendliche Aufwach-Mach-Fertig-Lektüre. Mir wurde schon gesagt, ja, du kannst ja ein bisschen feiner anlegen. So, Schlüsselnummer. Namu. Na. Muss ich aber nicht. Was haben wir gesagt? 3 Eier? Machen wir mal hier so eine kleine Kuhle. 3 Eier. Ach komm, dafür haben wir eine Schürze, ne? 1 Ei. 2 Eier. So. 3 Eier. Da habe ich was anderes geschrieben. An der Tafel. 3 Eier. Auch wieder Bock zu kochen. Wohin geht's genau? Namur, Siebox. Namur. Namur. Zack, da ist unser Topfdeckel von vorhin. Wir besuchen den Felix Schneiders. Den werde ich jetzt darauf hinweisen. Ich werde mich jetzt auf dem Weg machen, ne? Nicht wahr? Ruhe jetzt. Und habe auch den Stream an. Das heißt, du wirst verfolgen können, wo ich ungefähr bin. Nicht wahr? Übrigens war in dem Rucksack, den du mir geschenkt hast, ein Spiel. Ein Uno-Spiel. Vielen Dank dafür. Wollte ich dir nochmal kurz sagen. Falls du zuguckst, habe ich es dir gezeigt. So. Namur, ganz genau. Da ist ein Casino und da ist Felix. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir heute ein Turnier spielen oder ob wir uns Wohnungen angucken für den Felix. Aber nach gestern finde ich es gerade ganz schön, auch mal rauszukommen. Moin Dini, bin ich ehrlich. Das passt mir gerade ganz gut. Aber das passt mir gerade nicht so gut. Es ist verdreht.
Moin Bart. Schönes Wochenende. Oh, nach Belgien. Kommst du in meine Gegend? Namur ist 96 Kilometer von mir. Dann ist das so. Nicht wahr? So, wir müssen aber... Oh, neuer Rucksack. Muss man erstmal so richtig anpassen. So. Wir brauchen einen Alert. Einen Test-Alert mal eben. Warte. Ist das Asthma oder Leidenschaft? Du sollst die Pfoten hochnehmen. Ja, Entschuldigung, selbstverständlich, schon oben. Selbstverständlich, schon oben. Funktioniert. Das heißt, ihr könnt Dings und Bums vorlesen lassen. Sehr, sehr schön. So, dann Schlüssel habe ich. Kartengeld habe ich. Mute. Also laut meiner Anzeige hier nicht. Ich kann das aber kurz noch selber checken. Komm, check wieder. Kommt rein, macht wieder neu Stress. Hallo, Test 7a. Funktioniert doch alles. Was denn los? Nee, passt. Hier, vor Meckern erstmal selber gucken. Was ist denn los mit dir? Moin, Kodak. Io. Soll das heißen, Io? Ich null oder? Gute Fahrt schon mal, bin im Lurk. Endlich Ruhe, Leute. Wir haben heute Ruhe. Es wird eine ruhige Fahrt. Was machst du denn? Bist du am Zocken? Ich Ohren heißt das. Wetter ist auch scheiße. Mach kein Drama so früh am Morgen, ja? Eben. Ne? Sag ich ja. Diese meinen die anderen auch, Kojak. So, das Schöne ist, wir müssen jetzt nicht irgendwie 5 Stunden nach Asch fahren oder so. Und das finde ich sehr entspannend. Sondern 2,5 Stunden, sagt das Navi. Das heißt, wahrscheinlich sind wir in 2 Stunden da. Sieht nach einer schönen Stadt aus. Ich glaube, das ist Felix total egal, ob die Stadt schön ist. Da muss gepuckert werden. Nicht wahr. So, jetzt müssen wir erstmal euch hier reinhängen. Oh nice, hast das Fenster oben rechts weggekriegt. Was? Was hab ich? Das Fenster oben rechts weggekriegt? Gut, Jack. Lass die Drogen weg, Alter. Das Anzeigefenster? Nee. Ich habe alles versucht, um das umzustellen. Ich habe nichts weggekriegt. Schön wär's. Nein, doch. Oh. So. Ja, ich weiß, es ist gleich vorbei. So. Na? Ja.
ist genug Watt zum Autofahren. Sag mal, Alter, was ist los mit dir? Hör auf, hier rumzustänkern. Geh in den Lurk jetzt. Du hast gesagt, du bist im Lurk. Hau ab jetzt. Hast du gut gegessen? Hast du auch was mit dir? Ja, Papa. Hab ich, Papa. Hau ab jetzt. Guten Morgen, Leute. So, auch. Mach hin, ich hab Hunger. So, Leute, ich würde sagen, wir lassen uns heute mal richtig Zeit. Wir fahren richtig entspannt. Ich plane so 4 bis 5 Stunden ein nach Namur. Na, Kind, ich hab Hunger. So. Haben wir hier? Wo ist die zweite Kabel runtergerutscht? So. Das ist mein Uno. Ja, Felix, das tut mir total leid. Du hast es mir geschenkt. So viel zum Thema. Olli, ich hab dir einen Rucksack mitgebracht, verstehst du? Hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, dass mir dein Geschenk oder was? Hau ab! Siehst du, kommt alles raus, Leute. Es kommt immer alles raus. Ich behalte ihn trotzdem. Ist mir egal. Also, ihr wisst, ich kann während ich fahre den Chat nicht lesen. Ne? Ihr könnt aber eine Nachricht vorlesen lassen. Ich kann den immer nur lesen, wenn ich stehe oder rolle oder so. Audiotest. Dankeschön, Kojak. Funktioniert. Fenster oben rechts nervt. Ja. Das ist halt so. Ne? Das bleibt immer irgendwie so und so viele Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wie man es wegmacht. Ich habe alles versucht, aber ich kriege es nicht weg. Ich weiß es nicht. Es ist OBS. Streamlabs halt, ne? Die sind der Meinung, sie müssen das machen, also machen sie das. Ne? Ob das Sinn macht, keine Ahnung. Ich finde auch den Chat viel zu groß unten links. Habe ich auch versucht zu ändern, geht auch nicht. Also geht und dann mache ich es an und dann ist es wieder da. Aber das geht gleich wieder weg. Also das bleibt immer, wenn irgendwas passiert, dann bleibt das da und jetzt ist es weg. Und der Chat unten ist auch irgendwann, verschwindet der auch. Aber viel zu lange halt einfach. Ne? So. Rüdedorf. Beste Route wird geladen. Diese Route führt über eine Landesgrenze. Informiere dich über Grenzbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise, bevor du dich auf den Weg machst. Danke für den Hinweis. Das ist nett von dir. Auf dieser Route.
Route werden Straßensperrungen in der Nähe von Mönchengladbach umfahren. Du befindest dich auf der schnellsten Route. Die voraussichtliche Ankunftszeit ist 13.55 Uhr. Vielen Dank. Entschuldigung. Aber ich könnte die Jacke noch ausziehen, nach der Liebe. Alles voll auf der A61. Alle in die Ferien. Was für Ferien? Was für Ferien? Es ist Februar, Leute. Was? Gibt es jetzt schon Februarferien oder was? Hier ist alles leer. Es ist Samstag. Was ist denn hier los? Die ganze Straße ist leer. Es ist Samstagmittag. Normalerweise ist hier alles voll, weil alle in die Stadt wollen einkaufen. Und er geht natürlich mitten über die Straße. Ist natürlich auch geil, ne? Kann man ja auch mal machen. Voll geil. Hier ist alles leer und er geht mitten über die Straße. Ach herrlich, Menschen sind so groß. Alle in Köln am Karneval feiern, ne? Das glaube ich nicht. So, wir machen so und so. Das ist krass. Das ist so krass. Holland und Belgien haben Ferien. Also jetzt mal im Ernst, wenn da jetzt heute die Post auf den Straßen abgeht, dann habe ich da gar keinen Bock drauf. Herr Schneiders? Können Sie das mal kurz recherchieren? Dann spare ich mir das nämlich. Ich fahre nicht in Ferienverkehr und stelle mich jetzt 3 Stunden lang in irgendwelche Staus oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann müssen wir das verschieben. Sagt natürlich auch nichts, der Schneiders, ne? Boah, Ferien, Belgier haben Ferien und fahren nach Belgien. Macht Sinn. Du bist so ein... Wenn die Deutschen Ferien haben, ne? Wo fahren denn die Deutschen häufig hin in Ferien? Na? Ja, nach Deutschland. Gut, Belgien ist ein bisschen kleiner und hat, glaube ich, keinen Strand. Ne? Aber die haben mit Sicherheit einen Fluss oder zwei. Und einen See oder anderthalb. Und sie haben Namur. Alle wollen nach Belgien. So sieht's aus. Belgien beste. Du ernährst dich da von Fritten wahrscheinlich, ne? Morgens Fritten. Mittags Fritten. Abends Fritten. Große Fritten. Kleine Fritten. Mittlere Fritten. Mit Ketchup. Vegane Ketchup. Vegane Mayonnaise. Fritten. Am Strand. Belgien, der liegt ja am Roten Meer. Belgischen.
Also, während ich fahre, kann ich den Chat natürlich nicht lesen. Das kann ich nur, wenn ich stehe. Oder im Stau stehe und vorrolle oder so. Das darf ich, das geht. Ansonsten geht das natürlich nicht. Ihr könnt für 5 Bits mal einen Satz vorlesen lassen. Warum ist das so? Wegen der Sicherheit. Damit man, es gibt auch ein anderes Programm, das weiß ich. Aber das Programm ist scheiße. Scheißendreck ist der Programm. Der liest nämlich einfach alles vor, der Typ. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. So, jetzt müssen wir mal tanken. Passt mal eben auf das Auto auf. Ich bin sofort wieder da. Ne? Nicht, dass hier was geklaut wird. So, na? Noch wer da? Schönen guten Tag. Ja, ne? Das richtige Wetter zum Roadtripping, sage ich nur. Ich freue mich auch ein bisschen. Ich habe vergessen, mir was zu essen einzupacken, fällt mir dabei gerade ein. Das stimmt mich traurig. Sind wir schon da? Ja. Gerade angekommen.
geil, oder? Aber machen wir mal. Zenlets Rohl, Wasserfahrkasse. Aber Wasser hast du eingekauft. Ja, kannst ja mal gucken. Das Wasser hat gekostet 1 Euro, 1,5 Liter. Das ist eigentlich für eine Tankstelle ein Spotterpreis. Aber alles, also für ein Brötchen hättest du dir auch, glaube ich, einen Kleinwagen kaufen können. Ehrlich. Das Brötchen, 4 Euro 20. So, herzlich willkommen auf dem Flug nach Namur. Mein Name ist Captain Petri. Wenn das Wetter so beschissen bleibt, haben wir leider eine Scheißsicht. Eventuell können wir irgendwann mal die Flughöhe, die optimale über Dingsen und ein bisschen bumsen. Ich meine, dann können Sie die Wolken von oben sehen. Sie befinden sich in Olerlein. Mein Name ist Kim Petri. Kein Wort da vorne wohnen. Ich hau ab! I don't believe you a single word, Motherfuckasse. So, heute ist auf jeden Fall ein Pokerturnier in Namur. Fängt, glaube ich, an um 3:30. Und, ist ja gut, meine Güte, du musst ja nicht hier gleich Rekorde im Wischen brechen jetzt, weil es ein bisschen fisselt. Junge, Junge, Junge. Zwei Stunden und 25 Minuten, sagte die Navi. Ich kann den Chat nicht lesen, während ich fahre. Ne? Das heißt, ihr könnt da jetzt schreiben, was ihr wollt. Ich sehe es eh nicht. Sollte es beleidigend sein, wird ein bewaffneter Mitleser mit einem Schwert euch des Feldes verweisen, quasi. Ansonsten müsst ihr 5 Bits in die Hand nehmen und dann könnt ihr einen Satz vorlesen lassen. Geil, Regen. Hab ich hier voll Bock drauf. Ja, ich weiß gar nicht, was da für ein Turnier ist in Namur heute. Aber Felix hat gesagt, er wird dafür sorgen, dass, sagen wir es mal so, er darf sich beteiligen an mir, sonst muss ich zugucken. Das macht aber auch nichts. Ich habe voll Bock, mir mal das Casino anzugucken und sowieso da die Umgebung. Da werden wir dann mal, wir werden da ja öfter rumhängen in diesem Jahr, ne? So schätze ich mal. Ab und zu. Ab und zu! War euer Wochenende bis jetzt? Ich kann euch sagen, der Scotty und ich, wir haben gestern Abend die erste Folge Picard geguckt, die erste Folge der dritten Staffel, und wir sind völlig aus, also wir fanden es großartig. Geil. Wieso ist hier das Benzin 5 Cent billiger als bei der angeblich billigsten Tankstelle, wo wir gerade getankt haben? Schön, ich freue mich. Haben wir gerade für 5 Cent mehr gekommen? Ich sag nichts. Drecksleben.
Ja, und dann haben wir natürlich noch stundenlang diskutiert. Wegen, ihr wisst schon, was wir gestern alle erfahren haben. Und das hat uns schon sehr mitgenommen. Wir haben die Kiste Bier leer gemacht und haben wissen auch nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ja. Ganz, 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 ganz blöde, ganz böse. Wir mussten dann natürlich auch noch allen möglichen Leuten Bescheid sagen, die wir kennen, damit die das auch wissen und damit umgehen können. Und guckt, was machen die Rocket Beans, was ist ja alles öffentlich-rechtlich auch gewesen und so. Ne? Das ist halt alles komisch. Das einzig Doofe an... Oh Gott, muss ich denn dann fahren? Erlang? Geradeaus? Das ist ja super gemacht. Das ist das einzig Doofe an diesem Auto eigentlich, dass du nicht einstellen kannst, dass der einfach langsam wischen soll, sondern du kannst nur ausmachen und dann stellt er sich selber ein. Oder du kannst es halt selber super schnell stellen. Das nervt ein bisschen irgendwie. Aber dann... So, 2 Stunden 20 Minuten. Wenn wir so schnell fahren wie jetzt, ich hoffe mal, dass es gleich irgendwann aufhört zu regnen. Eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell man hier fahren darf, bin ich auch ehrlich. Schnell fahren, wie man möchte. Nur nicht von 22 bis 6 Uhr. Wir gucken wieder mal, was wir aus der alten A-Klasse so rausholen können, nicht wahr? Mama Platz da. Hier kommt die A-Klasse 2002, ne? Wundervolles Bild für euch wahrscheinlich auch. Ne? Da macht das richtig Spaß, jemandem zuzugucken, wenn er irgendwo hinfährt, oder? Seid ehrlich. Ich weiß nicht, warum die mal schneller, mal langsamer werden. Ich weiß nicht, warum man das nicht selber einstellen kann. Und manchmal quietschen sie, manchmal nicht. Wenn das jemanden stört, muss er halt abschalten. Kann ich gerade schwierig was dran ändern. Das ist echt nervig. Also, das Quietschen finde ich gar nicht so nervig. Ich finde es nervig, dass man nicht einstellen kann, wie schnell die sich bewegen. Sondern dass ich das selber einstelle. Und für alle, die denken, wir fahren jetzt hier gerade mit 200 und wir fahren 130. Also, keine Sorge. Bei dem Wetter halte ich immer ewig Abstand. Eher nicht so.
wiederhole es nochmal. Ich kann natürlich, während ich schon gar nicht auf der Autobahn fahre, bei so einem Wetter, den Chat lesen zwischendurch. Wenn ihr möchtet, dass ich was höre... Mit 5-Bit könnt ihr alle Chat-Nachrichten vorlesen lassen. Grüße Elko Jakob, powered by Namelreisen bei Orly.b. Amen, Bruder. Da gehört. Das richtig, ich fahre jetzt komplett bis nach Namur und muss nicht einmal abbiegen, abfahren auf irgendeine andere. Sehe ich das richtig? Oder ist jetzt nur die Anzeige irgendwie, warte mal, mal eben kurz ein bisschen rumfimmeln an die Andy? Also das Quietschen nervt mich gar nicht. Mich nervt das, dass dieses Ding auf einmal anfängt. Es würde völlig lang, den jetzt auf ganz langsam einzustellen eigentlich. Das nervt. Das nervt. Bisschen nervig. Schauen und gucken, ob das irgendwann besser wird oder bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Weiß das irgendjemand? Wetter schauen. Ja, und natürlich werden ganz viele unterwegs sein und Karneval feiern. Es regnet, es ist 120 hier. Bis da vorne darfst du hier nur 120 fahren. Ich fahre 120. Und dann hängt dir jemand einen Meter hinter deinem Auto. Schön Lichtcoupé. Warum sind Leute so kacke? Hinter uns ist meilenweit kein Mensch. Er muss Gas geben und sich hier noch reindrücken. Warum? Warum? Und so passieren Unfälle. Wahnsinn.
absolut krank. Dann hupst du noch, damit du ihm sagst, hey, Alter, ich bin hier. Interessiert ihn nicht. Fahre auf die A44 jetzt. Hier fahren nur Idioten. Wir nehmen jetzt eine andere. Dir an, hier abfahren, und während du abfährst, berechnet er die Route neu. Für eine Minute. Und du hast keine Ahnung, wo du jetzt langfahren musst. Und anscheinend muss ich jetzt hier langfahren. Geil, oder? Herrlich. Verstehe ich gerade diese Routenführung nicht. Wir fahren doch quasi jetzt gerade im Kreis, oder bin ich doof? Da sind wir doch hergekommen. Wieso fahren wir jetzt wieder zurück? Hä? Naja. Gefahren bin in den letzten Monaten, habe ich mit Felix sämtliche veganen Burger von McDonald's auf dem Weg weggeatmet, die man irgendwo kriegen konnte. Bin ich viel zu schnell für 80? Jetzt ist 80. Kann ich nicht den Chat lesen, während ich auf der Autobahn Auto fahre? Das geht nicht. Ihr könnt für 5 Bits den Satz vorlesen lassen. Dann kann ich darauf antworten. Ja, es gibt auch andere Programme, die kosten nichts, aber die lesen dann einfach alles vor. Und da habe ich keinen Bock drauf. Außerdem kann dann hier irgendein Arschloch reinkommen und irgendwelche rechten Parolen raushauen. Und das möchte ich nicht. Meine Ohren sind zu. Wie sind meine Ohren zu? Ach sich. Wieso ist hier 80 eigentlich? Hier ist doch gar nichts. Hier ist ja ein Tunnel, ja. Tunnel, aber das war's doch auch. McDonald's ist meine. Ich brauche 2 vegane Burger. Ich finde die sau lecker. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die sau lecker. Jetzt ist unter der Kontrolle. Ja, wer von euch mag Karneval feiern? Wer von euch geht noch Karneval feiern? Ich glaube, würde ich noch in einer Karnevalshochburg wohnen, dann würde ich entspannt Sonntag und Dienstag feiern gehen. Alles andere wäre mir zu stressig. Darf man fragen, du in Belgien machen möchtest?
darfst mich alles fragen. Ich muss ja nicht antworten. Wir fahren jetzt zu Felix nach Belgien, weil ich mir das halt auch schon lange mal anschauen wollte. Und dann spielen wir vielleicht eventuell später ein Pokerturnier und werden... Ich würde das gerne mal gewinnen. Ich weiß nicht, ob das heute schon fertig ist oder ob das morgen weitergeht. Und dann könnte man irgendwie mal so ein paar tausend Euro gewinnen. Ich finde, ich würde Zeit. Die ist ja immer noch 100. Schön festgezogen wieder. Ne? Aber dieses Handy, das neue, ist so groß und schwer. 100, 100. Was ist denn für ein... Ist das ein Lupo? Und wieso ist der so hässlich? Ist das ein Lupo? Ah, ein Pizzalieferant. Geil. So als Pizzalieferant verdienst du ja nicht so viel Geld. Ich frage mich, leasen die ganzen Autos? Ist aber auch ein Arschvollgeld, oder? Der nächste Tunnel. Seite ist leider nur auf Französisch und Namur. Finde ich auch ein bisschen blöd, ich gar nicht. Ich meine, ich könnte am anderen Ende mal ein bisschen rumfümmeln. Und mal schauen, aber. Echte Spüren. Die hier auf der rechten Spur alle nur 50 fahren, weiß ich auch nicht. Schön Autobahn und alle fahren 50. Amen. Brüder, Amen. So, Riechstögen. Wir müssen aber nach Neuss und nach Köln. Der ist total eingeblendet und total abgehoben, der blöde fette Sack. Der geht nicht mal mehr auf den Chat ein. Ne? Ich kann den Chat nie lesen, wenn ich Auto fahre. I don't have it, I don't want to, because ich kann euch eh nicht leiden. Und da habe ich endlich mal eine Ausrede, dass ich nicht die ganze Zeit den Mist lesen muss, den ihr verzapft. So, jetzt ist es raus. Amen. Amen.
ist denn jetzt los hier? Eine Straße. Da! Wir können Gas geben! Es ist soweit! Jetzt ab nach links! Auf die linke Spur! Alarm! Es ist soweit! Wir können die A-Klasse bis zum Wein bringen jetzt! Wir sind schon bei 140. Aha! Haben die LKWs eigentlich Fahrverbot heute oder was ist hier los? LKWs gibt's auch nicht. Spannend. Bleib bloß da drüben. Bleib da. Da. Wir fliegen mit 140. Geil, oder? Meine Güte, es regnet doch fast gar nicht. Holy shit, ey. Hat sich irgendjemand gedacht bei Mercedes, dass das eine total coole Sache ist, wenn der Fahrer nicht mehr einstellen muss, wie schnell denn die Wischblätter sich bewegen? Ja, ich kann die Kamera auch mal umdrehen, ne? Wenn ihr sehen wollt, wie ich aussehe oder so. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Wer geht moment auseinander? Bin ich mit dem Kumpel letztens 200 gefahren und da denkst du, du schläfst. So ruhig und entspannt ist das Fahren. Hier gibst du einmal Gas jetzt, 160, und alles wackelt. Voll geil. Hilfe! Chat gucken kann, dann weiß man gar nicht, ob noch wer da ist. Also, wir nehmen auf jeden Fall den ersten McDonald's mit, den wir sehen. Ich brauche einen veganen Burger. Oder zwei. Und wir müssen gleich schon wieder abfahren. Von wegen hier auf einer Straße bleiben. Shitstraße! Oh, und ich weiß gar nicht. Auf der Autobahn ist der Empfang ja sowieso immer völlig für den Arsch. Kann natürlich auch sein, dass ihr schon längst weg seid. Ich krieg's gar nicht mit. So, wir müssen hier schon wieder runter. Richtung Aachen-Heinsberg. Wie sprechen denn Engländer Aachen aus eigentlich? Aachen? Hello, I'm from Aachen. Geil. Nochmal schnell überholen vor der Ausfahrt. Das ist halt auch großartig. Ach, herrlich. So. Everything on one.
16 Kilometer. Dann müssen wir wieder abfahren. Also, ich habe noch keine einzige Autobahnraststätte gesehen. Ihr? Habe ich was verpasst? Irgendwie? Das ist ja krass. Also, wenn wir den Weg demnächst öfter fahren, eventuell nach Namur, ne, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir verhungern könnten auf dem Weg. Und verdursten. Apropos verdursten, ich habe ja Wasser geholt. I have ya water gegettet. Why are you farming so langsam? Hier unsere Reitzeit. McDonald's. Geil. Ich meine, herzlich willkommen. Ihr habt ja gelesen, das Schloss Dick. Welcome to the Castle Dick. Oh, es sieht so aus, als hört es auf Regen. Also fast. Jetzt bei McDonald's wird. Welcher Burger wär's? Komm her, sieh mit, ich kann mich nicht entscheiden, der erste, der dir eingefallen ist. Gar keiner, ich mag McDonald's nicht. Ich esse nur noch Steinprodukte aus dem Weskerland und trinke nur noch gefiltertes Grundwasser. Ein Burger. Ich sehe doch jetzt schon aus dem Augenwinkel, dass du da mehrere Burger aufgeschrieben hast. Ein Burger.
wartet er nicht, bis ich vorbei bin. Warum machst du das? Weil du eh viel schneller bist als ich. Dann fahr doch halt auch schneller. Wahnsinn, ey. Da kriegst du richtig Angst. Was ist das für ein Depp? Ja, natürlich. 90 Jahre alt. Ah. Alter Mann mit Handy in der Hand. Geil, oder? Katastrophe. Absolute Katastrophe. Achso, keine Ahnung, was man da macht, außer wahrscheinlich neue Wischblätter. Und das Lustige ist, manchmal weiß, was weiß ich, mit einer halben Zitrone leicht drüber streichen, dann mache ich das. Fendo. Wir gehen nach Fendo zocken. Scheiß drauf. Super, ne? Dieses scheiß Navi sagt mir an, ich muss jetzt abfahren. Wohin muss ich abfahren? Ich muss dahin abfahren, dass ich auf der Autobahn bleibe. Und dafür mache ich langsam und fahre rechts. Herzlichen Glückwunsch. Ich auch einfach weiterfahren können. Ist das bescheuert. Sollte es Leute da geben, ne? Ich kann den Chat nicht lesen, weil ich auf der Autobahn bin, die dieses Quietschen nerven sollte, die können einfach wegschalten. Apokalypse-Film. Wetter, Scheiße, alles. Dann diese Winddinger da, die sich nicht drehen, obwohl es sauwindig ist. Komisch. Kann man irgendjemand nachgucken, ob dieses Wetter so scheiße bleibt, ey? Ich hab gar keinen Bock drauf eigentlich. Dass ich das gerade ein. Ihr geht doch hier ins Casino rein. Hier in der Schweiz scheint die Sonne. Zum Arsch raus, Kappa. Ich muss ja erstmal da hinkommen. Und es macht auch ein bisschen mehr Spaß, Auto zu fahren, wenn es nicht stürmt und regnet. Verstehen Sie? Ja, ich gebe zu. Ich finde das auch langweilig. Kann ja mal so machen. Vielleicht
so spannender. Ne? Man weiß es nicht. Das Quietschen geht dadurch natürlich nicht weg. Aber man sieht eh nichts. Es ist alles trist und regnet und ist eklig. Einfach langsam fahren. Geduldsprobe für dich, Olli. Minus. Und wenn meine Bits nochmal von einem Lack aufgefressen werden, dann geht Anzeige raus. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nur, dass meine Ohren zu sind. Und dass mich das total nervt. Dass das die ganze Zeit fesselt. Weißt du, wäre das wenigstens ein richtig fetter Regen und dann ist gut, okay. Aber jetzt sind die ganze Zeit so wie so Sprühdinger und dieses Scheißding erkennt das, als wäre das der Jahrtausendmonsun. Der Monsun. Und durch dieses automatische Entscheiden, wie schnell die Wischer sind, geht mir das halt auch auf. It goes me on the sack. Aber absolute Marktlücke. Es gibt hier wieder nix, wo man sich was zu essen holen kann. We are on the land. Wenn wir liegen bleiben, sind wir dran, Leute. Dann ist Feierabend. Uah. Das war windig. Konzentration. Wenn das Gute ist, wenn das Wetter gut wäre, dann könntest du hier so wenig los. Ist das immer so? Dann ist gut, bist du schnell da und das wird. In Belgien gibt es auf der Autobahn keine Tankstellen und Imbisse. Nur so als kleiner Tipp am Rande, Olli. Dank mir später. In Belgien gibt es keine Restaurants. Bin ich schon in Belgien? Ich glaube nicht, oder? In Belgien gibt es nur Pommes. Egal wo. Tschechische Grenze kommt auch nichts mehr irgendwie. Richtung belgische Grenze anscheinend auch nicht. Laut Navi sind es auf jeden Fall noch 1,5 Stunden. Das heißt, wir sind da um 2. Wenn wir jetzt durchfahren. Klasse, Leute. Elchtest, habt ihr schon mal gehört? Könnt ihr mal nachlesen. Der Fahrer so dringend, Billy, dass wir... Schwein hier, aber auf der linken Seite fährt ein Wohnmobil und lässt die Leute nicht vorbei. Parallel zu einem anderen Auto auf der rechten Seite. Das ist großartig. Jetzt sind wir rum. Sie ist da unterwegs, oder nicht? Mit einem... Ich glaube, das ist auch gerade gar kein Regen mehr, sondern das ist nur noch durch diesen Wind, die Tropfen, die durch
mal einen Parkplatz. Nix. Was ist denn, wenn du hier... Was ist du? So ist auf der linken Spur 100. Fall der Fälle. Ja, genau. Flixbus. Können Flixbus hätte ich auch nicht gedacht. Ist das denn eigentlich weit hinter der Grenze? Oder fahren wir quasi noch einmal rein? So wie in Asch zum Beispiel. Ist das jemand? Also wenn es richtig fett regnen würde, dann würden übrigens die Dinger auch nicht quietschen. Fällt mir gerade mal so ein. Aber es regnet ja nicht richtig, sondern es ist die ganze Zeit nur so am Fisseln irgendwie. Und dann, jetzt lässt du mich rankommen, damit du rüberziehen kannst. Das ist so nett von dir, ne? Das ist so nett von dir. Danke fürs Abstand halten. Danke fürs Mitdenken. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Werde ich nie verstehen. Werde ich nie verstehen, warum Leute sowas machen. Ich werde es nie verstehen. Wieso hat er seinen scheiß Blinker nicht? Und natürlich ein alter Mann. Wenn ich wusste, dass das Wetter so beschissen ist, dann hätte ich mir das gespart, bin ich ehrlich. Denn das macht ja so keinen Spaß. Ab Aachen sind es 5 Minuten zur Grenze und dann noch eine Stunde und 5 Minuten zu fahren. In Aachen ist übrigens auch an der Autobahnausfahrt direkt an McDo, falls du noch was essen willst, unterwegs.
muss doch irgendwann mal aufhören mit dem Regen. Das kann ja jetzt nicht irgendwie, oder kann doch das jetzt die ganze Zeit so weitergehen. Wurde mir null angezeigt übrigens, nix. Ausfahrt 3, Aachenbrand. Danach alles geradeaus, kannst du nicht verpassen. Ausfahrt 3, Aachenbrand. Ausfahrt 3. Okay. Ausfahrt 3. Kannst du einen Meter, da kannst du 10 cm auffahren. Hier ist 60. Alter, was soll ich? Warum sind Menschen so kacke? Was ist denn los? Wieso hängt er sich jetzt hinter mir? Ich fahre fast 70 sogar. Warum macht er jetzt so einen Aufstand? Wenn ich jetzt bremsen würde, wird er mir hinten drin hängen. Ehrlich. Ich fahre 70. Er fährt rechts an mir vorbei, in der Baustelle, mit mindestens 80, 90. Herrlich, oder? Ist das nicht schön? Schön, oder? Ist das nicht wundervoll? Geil. Das ist eine durchgezogene Linie. Ich darf eigentlich noch nicht mal die Spur wechseln. Ach, ist das schön. Jetzt darf ich die Spur wechseln. Ich fahre mal nach rechts jetzt. Ihr könnt ja alle hier in der Baustelle euch totfahren und...
Zeit rechts neben mir war jemand. Ich konnte also nicht rechts rüber. Und der hat dann irgendwann Gas gegeben. Ich konnte nicht rechts rüber. Das ist das Einzige, warum ich jetzt gefahren bin. Falls das jemand interessiert. Ich hätte aber auch nicht wechseln dürfen, weil eine durchgezogene Linie da ist. Also, das ist eine Baustelle, in der man 60 fahren sollte. Und das ist sehr eng. Finde ich Leute, die in den Chat Sachen schreiben, die wahrscheinlich gerade fett auf ihrem Sofa rumsitzen, vielleicht nicht mal ein eigenes Auto haben, ich weiß es nicht, und dann rumklugscheißen und meinen, sie wären die Verkehrspolizei. Gut, dass wir solche Leute nicht da haben und gut, dass ich das nicht sehen kann. Sonst würde ich mich ja darüber aufregen. Gut, dass ich das nicht sehen kann. Ich wiederhole gerne nochmal, wenn jemand die ganze Zeit rechts neben dir fährt und einer hinten an dir dranhängt, dann kannst du nicht auf die andere Spur wechseln. Just say. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Soll ich den rechts rüber wegdrücken oder was? Soll ich, was soll ich machen? Also. Ne? Gut, dass da jetzt niemand irgendwie rumkommt. Ach, Brand jetzt, Olli. Das wäre echt schade. Hier, oder was? Ach, Brand. Okay. Hier? Kojak ist der Beste. Und alles geradeaus fahren. Hier jetzt geradeaus, okay. Niagara Watch. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Na, sagen wir, Olli hätte wechseln können. Hätte er nicht, mir ist die ganze Zeit... Also, Leute, jetzt mal ohne Flachs. Es ist die ganze Zeit jemand rechts neben mir gefahren. Ein bisschen nach hinten versetzt. Den könnt ihr gar nicht sehen. So, das heißt, ich konnte nicht rechts rüberfahren. Das heißt, ich habe versucht... immer danach auf der linken Seite nach 500 Metern. Dankeschön. Das heißt, ich habe die ganze Zeit versucht, ein bisschen schneller zu fahren, damit ich vor dem fahren kann. Hinter mir war einer, der nicht mal 30 cm hinter mir geklebt hat, der mich angeschoben hat, so ungefähr. Und plötzlich gibt der Typ rechts Gas und fährt an mir vorbei. Mit 90 da, wo man 60 fahren soll. So, da war eine durchgezogene Linie und nachdem die durchgezogene Linie vorbei war, bin ich rechts drüber gefahren. Ihr Klugscheißer. Also, was ist denn los mit euch? Also, Olli, hätte ein bisschen vorsichtiger. Ich bin wahrscheinlich einer der vorsichtigsten Autofahrer ever. Junge, 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 Junge. Also du hättest ruhig, wieso fährst du denn die ganze Zeit links? Mann, ey, als ob ich das gewollt hätte. Nervbolzen. Klugscheißer. Ein Grund reich zu werden, um sich fahren zu lassen und Ruhe zu haben. Das wäre schön. Kojak schickt mich jetzt in eine gnadenlose Falle. Irgendwo hin. Ausgeraubt und in Unterplinte irgendwo stehen gelassen. Geil. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo der Obi ist in Aachen. Auch schön. Ah.
Lies doch mal, was ich geschrieben habe und nicht nur einen Teil. Ich bin noch deiner Meinung. Ich kann aber nicht lesen, wenn ich... du darfst auch nicht immer alles so auf die Goldwaage legen, ne? Weißt du Bescheid. So, Ruhe jetzt. Ihr passt aufs Auto auf, ich hol mir was zu essen. Felix, hol dir auch was zu essen. Ne? So sieht's aus. Bis gleich. Achso, ich kann ja mein Handy mitnehmen. Geil. Automatisches Chat-Alarmsystem aktiviert in 3, 2, 1, Piep.
Junge, Junge, Junge. Leeres Autostream. Was soll ich denn machen? Ne, du siehst ja so auch nichts, weißt du? Es ist halt Regen. Ne? Wolltest du jetzt mitmeckern oder was? Du hast mir doch gerade eine Nachricht geschickt, Felix. Wolltest du jetzt hier auf dicke Hose machen oder was? Soll ich dir mal erzählen, was das Einzige im Moment bei diesem McDonald's ist, was man nicht kriegt? Was meinst du? Was glaubst du, könnte das Einzige sein, was man gerade nicht kriegt bei diesem McDonald's? So als alter Veganer. Geil, oder? Du kriegst wirklich das Einzige, was du nicht kriegst bei diesem McDonald's, ist der vegane Burger. Zum Glück gibt es einen Coupon. Da kriegst du für 2,50 zwei Filet-O-Fisch. Ansonsten kann dann derjenige, der sich vegan ernährt, ne, der kann jetzt wieder nur Fritten essen. Ist das denn wenigstens Pflanzenfett eigentlich? Weiß man das? Also für Veganer, ich esse ja auch Fleisch, aber... Naja. Also, wir haben jetzt gekauft zweimal Fisch für 2,50 oder 3,50. Weiß ich gar nicht. Und zweimal Pommes für einmal Pommes. Geil, oder? Felix, ich habe das schon gegessen. Gibt es denn im Casino was? Drumrum, ich bin gespannt. Sind übrigens ganz viele Leute dieses Wochenende auch in Bratislava. Ich habe mal geguckt, wie man nach Bratislava kommt. Das ist auch gar nicht so leicht. Du kannst am besten nach Wien fahren. War von euch schon mal jemand in Bratislava? Und ey, diese Autogeschichte, ne, entspannt euch, das ist eigentlich nur Spaß. Ne? Ich bin eigentlich sehr entspannt beim Autofahren. Und ich konnte gerade nicht, ich wollte die ganze Zeit rechts rüber, aber ich konnte nicht rechts rüber. Weil die ganze Zeit da jemand war und der hat mich nicht reingelassen. Und der hinter mir, ich konnte halt auch nicht bremsen, mich dahinter fallen lassen. Und schneller fahren will ich nicht, weil ich nicht geblitzt werden will. In Wien warst du schon. Wien ist aber nicht weit weg von Bratislava, glaube ich, ne? Wie ist das eigentlich mit Pokern in Österreich? Also vor zehn, zwölf Jahren war das großartig, ne? Dann gab es auch überall private Poker-Rooms und so. Wir hatten auch einen. Haben die da noch Kart-Casinos oder ist das wie in Deutschland? Alle weg. Alle weg, weil die Superior das nicht mehr wollte oder was? Schade, ich dachte, das wäre in Österreich noch. Casino hat das Recht. Ist das dann ein Kart-Casino oder ist es ein normales Casino mit einem Pokerraum? Okay. Weil es gab da auch Kart-Casinos, oder? Die sind auch weg. Also es gab private Räume, die musste man anmelden. Dann ging das. Es gab Kart-Casinos, es gab normale Casinos mit einem Poker-Dings. Komisch. Aber will das Land das wahrscheinlich auch wieder alles einsacken. Ne? Ja, und die Länder drumherum? Komisch. Ich dachte, die Österreicher hätten es verstanden, wie man es macht. Na gut.
die Länder drumherum machen es richtig, ne? Die Tschechen. Was ist ein Kartcasino? Ist das ernst gemeint? Oder möchtest du etwas süffisant? Es gab nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern. Es gibt ein Casino, das gibt es ja überall, ne? Gibt es ja auch in Deutschland schön Monopol drauf und so. Staatliches Monopol, fertig. Und da drin kannst du halt alles Mögliche spielen. Ne? Und Automaten und Roulette. Und dann gibt es halt nur Kartcasinos, ne? Wo halt nur Karten. Genau, genau, wie du schreibst. Gab es zumindest. Das Ding ist halt. Ein Casino verdient ja nicht so viel an Poker, wie jetzt zum Beispiel an Roulette oder so. Wenn jetzt zum Beispiel wir gleich ein Turnier spielen, sagen wir mal 100 Leute spielen ein 200 Turnier und 20 Euro Gebühr. Dann gehen die 20 Euro an das Casino, die müssen ja auch irgendwie die Leute bezahlen und das war's. Und dann wird gespielt, bis einer gewinnt. Ne? Das ist ja kein Cash-Game, wo du dir jede Runde ein bisschen was wegnehmen kannst. Senfsoße. Ich habe echt ewig lang überlegt gerade, ob ich mir überhaupt irgendwas von McDonald's holen soll. Ich hatte gar keinen Bock auf den ganzen Mist. Aber dann hat es ja noch länger gedauert und ich habe echt Hunger. Ich habe gestern vergessen zu essen, gestern Abend. Nach dem ganzen Scheiß, den wir rausgefunden haben. Ne? Das ist übrigens das beschissenste Wetter, was es gibt. Ne? Ich habe kein Problem mit Regen. Man soll es halt schütten. Ich habe auch kein Problem mit Wind. Alles super. Aber beides zusammen. Und dann, wenn du da draußen stehst, das ist ganz feiner Nieselregen. Ne? Absolute Katastrophe. Curly Fries. Ist doch auch voll scheiße, ne? Dann stellst du deine Ernährung um auf vegan und freust dich, dass McDonald's und ich finde den Burger wirklich geil, diesen veganen Burger von Mc's. Und dann gehst du dahin und es ist der einzige Burger, der nicht da ist. Ey. Ich darf mich fragen, was gestern los war. Was meinst du? Wir haben die erste Folge von Picard geguckt. Staffel 3. Haben wir. Habe ich Scotty noch ernährt? Wenn man nicht vom Fleisch fällt. Davor war eine Marder. Also viel haben wir nicht gemacht. Jetzt ist halt doof, weil das Wetter so scheiße. Ach so. Ja, mit dem Kirchendudel, ne?
traurige Sache, wenn das stimmt. Und damit muss man halt erstmal umgehen lernen. Ne? Bringt aber nichts, das ständig zu besprechen jetzt. Bin schon gar nicht im Auto, wenn ich den Chat nicht lesen kann. Ist halt schwierig. Wenn jemand ist, mit dem du zusammengearbeitet hast, und dann gibt es solche Anschuldigungen und du hast keine Ahnung, was davon stimmt und was nicht stimmt. Aber kannst du googeln. Muss einfach mal nach Kirchendude suchen. Bildzeitung von gestern. Aus dem total verrückten Hallo Mama. Ja, hier ist auch Scheißwetter. Ich stehe auch mitten auf der Autobahn. Und esse jetzt mal was im Kuchen. Ganz klein und gesund. Ist das ein Spontantrip? Naja, definiere spontan, ne? Also, ich wusste ja, dass der Felix da ist und ich war noch nie da und wollte mir das Casino gerne mal angucken. Und gucken wir mal. Ich stehe vor McDonald's. Lieber Gambler. Ganz genau. Das ist halt das. Es wurde ja auch nicht veröffentlicht. Also wir haben da gestern mal ein bisschen noch nachgeguckt, mit ganz vielen Leuten geredet, die wir kennen. Ne? Nachdem wir den Stream ausgemacht haben, Scotty wusste davon nichts. Der ist ja auch erstmal aus allen Wolken gefallen. Und alle anderen Berichte haben den Namen nicht genannt. Nur die Bild-Zeitung hat das dann gemacht. Und die hat ja auch ein Foto rausgehauen, wo man ihn sofort erkennt. Ich finde die deutsche Gesetzgebung... Ich weiß nicht, wie die deutsche Gesetzgebung ist. Ich finde... Ich finde das so super schwierig, ne? Ich habe zu der Cybercrime Unit gesagt, die meine Sachen da verfolgt. Am Anfang, ich will da gar nicht großartig hinterher. Der ist jetzt schon gestraft genug und so, ne? Bei dem ersten, den sie da hops genommen haben. Bei den Sachen, die man bei mir gemacht hat da. Natürlich. Und bei den anderen habe ich gesagt, ne. Das volle Programm, super Anzeige. Und bei einem, glaube ich, wo sie noch hinterher sind, aber schon wissen, wer es ist, da werde ich auch fragen, ob ich aus der Verhandlung streamen kann. Also da wird es eine Gerichtsverhandlung geben dann. Und dann werde ich dann raus streamen und werde den Mann zeigen. Weil ich mir dann halt auch denke, bei dem, du hast versucht, mir so einen Schaden zuzufügen und Leuten, die ich kenne, hast solche Drohungen ausgesprochen, dann darf auch jeder wissen, wer du bist. Aber ich weiß bis jetzt noch nicht den Namen. Und ich bin der Geschädigte. Ne? Muss man halt auch mal so sehen. Naja, und dann, also wir haben mal nachgelesen und so und das ist halt alles scheiße und alles schwierig, aber es ist halt noch nicht bewiesen. Ne? So. Und dann hinzugehen
um das zu veröffentlichen, schwierig. Wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, ist das halt für uns, für viele von uns schwierig. Weil wir uns das alle nicht erklären können, vorstellen können, wie sowas möglich ist. Wir spekulieren dann halt die ganze Zeit in solche Richtungen, wie wenn dort wirklich was gefunden ist, ist das auf einem Rechner, wo andere Leute noch Zugriff hatten, ist das vielleicht wirklich für eine Suche gewesen oder ist es das, was es ist? Und dann fragst du dich halt, wo ist meine Menschenkenntnis hin? Das ist halt scheiße. Geht halt nicht um Steuerhinterziehung, ne? Das ist ja das Schlimme. Es geht nicht um Steuerhinterziehung, ne? Moin Dizzy. Ja, Gambler, ich weiß. Aber nochmal, es geht hier nicht um Steuerhinterziehung. Sondern es geht hier um jemanden, mit dem ich privat geredet habe, unter vier Augen, über seine Wünsche, die Kirche von innen ein bisschen aufzuräumen, genau solche Leute dingfest zu machen und viele, viele andere Sachen. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich kann mit einem Geistlichen reden, total cool halt, ne? Ey, Onkel Pippi, moin. Ja. Punkt. Ganz genau. Onkel Pippi, eigentlich würde ich jetzt Werbung machen, aber der ist nicht mehr auf Twitch, glaube ich. Schade eigentlich. Aber auf TikTok ist er unterwegs, der Herr Pippi. Könnt ihr ihn da finden. Single, moin. Hier regnet's auch. Wir stehen in Aachen vor Meckes. Ja. Scotty und ich haben da gestern auch noch lange drüber gequatscht. Natürlich haben wir den beiden Piranhas Bescheid gesagt, ne? Und haben wir geguckt. Was machen die Rocket Beans? Und ihr könnt ja mal gucken. Von Funk, glaube ich, ne? Funk. Von Funk ist alles runtergenommen. Alles, was mit ihm irgendwie zu tun hat. Sämtliche Sendung. Gestern Abend haben die Rocket Beans das noch nicht gemacht. Ich habe ihn von der A&M Game-Seite genommen. Was willst du auch machen sonst? Ich
Viel Spaß in der Küche. Naja, ich habe ihn, wir müssen mal gucken. Das ist halt alles schwierig, ne? Wenn ich einen Karaoke-Stream habe, wo er auch mit dabei war und er singt ein Just a Gigolo und du hast solche Anschuldigungen und du stehst da mit 4-5 Leuten und das sieht halt einfach scheiße aus. Sowas musst du halt auch löschen einfach. Das ist, also nochmal, wir reden hier nicht über Steuerhinterziehung. Wir reden hier nicht darüber, dass irgendein Troll irgendwo irgendwelche hanebüchen Anschuldigungen über dich, ne? Sondern da ermittelt eine Staatsanwaltschaft. Da ermittelt eine Polizei wegen Kinderpornografie. Ekelhaftesten. Mehr? Wie ich Leute einschätzen kann. Ja, haben wir gestern auch drüber gesprochen. Wenn das nicht stimmt, und weil er halt so viel Ärger gemacht hat der Kirche eigentlich, weil er eigentlich so viele Sachen verbieten wollte und so und neu aufrütteln wollte und so, und da ist irgendjemand hin und hat ihm das untergejubelt, dann sitzt gerade irgendwo ein Mensch komplett zerstört. Wenn das stimmt, dann sitzt dort ein Mensch, der krank ist, und der genau weiß, wie ich jetzt zum Beispiel gerade hier sitze und völlig fertig bin, weil ich so verarscht worden bin. Gibt halt einfach viele Sachen, die für mich keinen Sinn machen. Ich habe es gestern schon gesagt. Er ist sauklug. Wieso lässt man sowas auf seinem Computer dann? Wenn man krank ist und danach süchtig ist oder warum, was auch immer in dem Kopf vorgeht, warum willst du dann gefunden werden oder was? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite, und ich wüsste, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, dann kann ich auch was sagen. Und das ist so eine furchtbare Anschuldigung. Dass Leute, die nichts gemacht haben, nichts sagen, weißt du? Hast du neue Erkenntnisse? Nein. Na genau, du sagst es, wenn das stimmt, kann es einfach die Krankheit sein, die sein Leben bestimmt. Bin ich Bulle Space Cake? Google doch, wo soll ich das wissen? Ich bin ja nicht Soko Olli und dafür zuständig. Woher soll ich das wissen? Ne? Mir hat man gestern einen Zeitungsausschnitt geschickt und sonst wüsste ich das gar nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann dir nur das sagen, du kannst wahrscheinlich genauso viel nachlesen wie ich. Ne? So. Und ja, sagen Leute, kannst nicht die ganze Zeit darüber reden, kannst auch nicht die ganze Zeit darüber nachdenken und so, aber mir fällt nicht viel Schlimmeres ein, was jemandem passieren kann. Dass du von einem Menschen so getäuscht wirst, so verarscht wirst, so. Also mir fällt nicht viel ein. So, ist das schön, dass ich meine Nachrichten checken kann.
Hey, Jumi. Wir fahren jetzt weiter. Und zwar... Könnt ihr auch mal lachen? Ey, das ist eigentlich mein Ding mit dem Mittelfinger, ja? Das kannst du nicht machen, erstens. Und zweitens habe ich vom 14. bis 16. eine kleine, ein kleines Festival in der Zeche Zollverein, UNESCO-Weltkulturerbe in Essen. Ziemlich geile Location, kannst du dir mal anschauen. Und ich würde mich mega freuen, wenn du da hinkommst. Und kannst da, keine Ahnung, kannst streamen natürlich, kannst machen, was du willst. Abhängen, deinen Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, hey, lass uns was treffen, ich biete ein Mega-Rahmen-Programm. Sehr vor. Und Spaß, auch abends, dann halt mit allen und so. Wir schmeißen die Leute da nicht abends um 18 Uhr raus und feiern für uns, sondern feiern damit Party, Karaoke, Live-Musik und so weiter. Und ich würde mich echt freuen, wenn du Zeit und Lust hättest. Kannst du ja mal sagen. Maximale Aufnahmezeit vorbei. Ja, kannst ja mal sagen. Ich kann dir auch mal meine Nummer schicken und dann kannst du mich auch unterdrückt anrufen. Dann, ne, falls du da einen oder zwei Bedenken hättest. Und dann kann ich dir das auch mal erklären. Aber du kannst dir mal die Location angucken und dann, ich fände es auf jeden Fall großartig. Tschüss, ne? So, haben wir das auch gemacht. Ui, ich habe dem Navigation habe ich gedingst und gebimst aus Versehen. Diese Route führt über eine Landesgrenze. Informiere dich über Grenzbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise, bevor du dich auf den Weg machst. Aber natürlich. So! Skyline TV Rosin. Was ist das denn? Also, wenn sich nichts geändert hat, kommt er auch, ne? Der Herr Skyline TV live. Und letztes Mal hat er ja die Technik gemacht, ne? Mal nach. Jetzt weiß ich auch, warum man so Piepdinger eingebaut hat in Autos. Aber mal Risiko. Fahr vorsichtig und nicht so viel an Hanno denken. Ja, das ist ja auch, das kann ich ja auch gar nicht machen. Ich schalte mal um hier. Ohne Witz, dieses Fisseln sorgt dafür, dass dieser Scheißwischer hier die ganze Zeit auf volle Power geht. Das muss gar nicht. Guck mal, da siehst du ja kaum was, ne? Aber der geht die ganze Zeit. Nervig. Nervig. So, wir fahren jetzt nach Liège. Liège, Belgique. Nous avons faire tour, Félix. Richtung Liège. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir ist gerade brutalst klar geworden, dass Felix und ich uns immer totlachen bei so Französe, bei wir wegen dieser einen Comedy-Nummer. Ne? Und wir gleich wahrscheinlich zum ersten Mal auf echte Franzosen treffen, die Französisch reden, zusammen. Das könnte furchtbar lustig werden. Wir fahren Richtung Liège, wir fahren aber nach Namur.
Und dort gibt es ein Casino mit Pokerei. Und da gehen wir hin. Und das gucken wir uns an. Da war ich nämlich noch nicht. Und das soll so toll sein. Und dann möchte ich mir jetzt gerne mal ein Bild davon machen. Und ich kann natürlich jetzt nicht mehr in den Chat gucken. Ich kann das immer nur, wenn ich stehe, logischerweise. Und ihr könnt für 5 Bits könnt ihr einen Satz vorlesen lassen. Falls ihr welche habt. Ansonsten müsst ihr warten, bis ich Dingse stehe. Die Fahrerei bei so, also bei so einem Wetter, das macht halt überhaupt keinen Spaß. Etwas Abwechslung ist jetzt gut, sagt Elfe. Genau deswegen bin ich auch gefahren. Wenn ich gewusst hätte, dass das Wetter so beschissen ist zum Fahren, dann wäre ich nicht gefahren. Weil du hast wirklich... Also, ich finde so eine Art Wetter schlimmer, als wenn es einfach schütten würde. Hier hast du halt einfach nur so Sprühregen oder von Autos Sprühscheiße. Und da ich den Scheibenwischer nicht einstellen kann, rastet der jetzt halt komplett aus, obwohl das gar nicht muss. Weißt du? Er muss es gar nicht. Es würde lang, wenn er jetzt so alle 15 Sekunden einmal so drüber wischt. Und das ist in der Fiege. Belgien in 2,5 Kilometer, Leute. Belgien, das Land der... Porsche-Polizei, glaube ich, ne? Oder war das Luxemburg? Oder war die im Luxemburg? Boah, kann da jemand aufs Wetter gucken? Hört das irgendwann mal auf? Oder ist das jetzt für den Rest unseres Lebens hier diese Nebel... Kacke, Nebel, Krüssel, Kacke, Scheiße, Pillemann, Arsch. Und beim nächsten Mal, wenn ich lese, dass er sich irgendwie über das Quietschen der Scheibenwischer aufregt, den schmeiß ich raus. Wenn ich aus, keine Diskussion mehr. Ich höre das selber! Braucht ihr nicht! Ich kann es leider nicht ändern. Also, unbekannt.